Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 23 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Heute der Beginn der Champions League in dieser Saison. Und natürlich guckt man auf die Startformation, das wird diese hier sein. Moukoko wird eine Chance bekommen, obwohl Gerrard im Moment richtig gut drauf ist. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und ein herzliches Willkommen an die neuen Abonnenten. Im Moment geht das auch sehr, sehr steil wieder nach oben. Freut mich, dass es euch gefällt. Freut mich, dass ihr mich gefunden habt. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein ins Spiel. Let's go. So, Champions League Time. Und es geht gegen einen alten Bekannten. Ratet mal. Ja, es ist wieder Brekalo. Denn gegen Inter haben wir auch letzte Saison gespielt in der Gruppenphase. Da haben wir zweimal, einmal verloren, einmal unentschieden gespielt. Hinspiel haben wir übrigens verloren. Und der erste Abschluss, Bessner hat den aber. Immer startet durch. Patrick Wimmer. Isako hilft, Frimpong flankt. Oh Gott. Aber Frimpong ist schnell, aber Lacroix auch. Boah, erste gute Chance Inter Mailand. Also Wimmer macht heute wirklich ein starkes Spiel, schon wieder eher in Szene. Ist heute hochmotiviert, der Bursche. Ja, holt aber kein Eckball raus. Und Moukoko trifft er. Nee. Jetzt, nee. Auch eine erste Halbchance von uns. Vorsicht. So gute Aktion. Ja, damit geht es mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit. Oder? Gibt es hier nochmal eine Chance? Moukoko? Wimmer? Nee, zu lange gewartet. Immer noch keine Halbzeit. Und das ist es 1 zu 0. Isako trifft. Schiedsrichter hätte schon längst abpfeifen müssen. Glück für uns. Glück für uns. Mit dem Halbzeitpfiff gehen wir in Führung. Boah, es war ein wunderbarer Ball. Boah, beinahe hier das 2 zu 0. Und Schuss aus der. Nee. Es ist gut rein kombiniert. 2 zu 0. Wunderbar. Wunderbar gemacht. Ja, es ist eine wunderbare Führung. Wir spielen wirklich sehr, sehr gut. 2-0. Ja, jetzt könnte es mal hier einen Konter geben. Boah, Riesenchance. Die beste für Inter Mailand.
Oh, Riesenmöglichkeit. Die Chance hier. Und so Oh, wie kalt. verteidigt den Elversbacher natürlich. Er geht in Schlafform. Eckball. Gott, wo kommt der denn? Boah, ich dachte, Alter. Krass, guter Schuss. Oh, es war ein guter Ball. Gibt es jetzt hier nochmal eine Chance? Oh, Frimpong. Gut, dass er da stand. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind noch. Ja, wer ist dabei? Und gibt es hier nochmal ein 3-0? Ja. Musser trifft, krönt eine gute Leistung. Aber 3 zu 0 zu hoch, also 3 zu 0 viel zu hoch, trotzdem sehr, sehr guter Auftakt. So, jetzt geht's gegen Union Berlin. Es gab jetzt gerade eben ein Update, das ich gerade schnell installiert habe. Und das probieren wir jetzt aus. Ich werde diese Partie selber spielen. Und wir gucken, was das Update so gebracht hat. Es gab ein sehr, sehr großes Update. Ich glaube, es war fast ein Gigabyte groß. Also, ist auch einiges verändert worden am Gameplay, an den Spielernauswahl, habe ich gelesen. Bin ich gespannt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit dieser Startformation rein. Let's go. So, ein Heimspiel. Und Moukoko steht in den Schlagzeilen, weil er nicht trifft. Aber das ändert sich ja vielleicht hoffentlich. Wimmer ist im Moment richtig gut drauf. Flanke kommt. Nee. Was war das denn? Moukoko, da ist ihr Sagu. Glück gehabt für Union. Frimpong kommt. Hinten wäre Udochi. Kriegt er den Ball? Nee. Miretti probiert es einfach mal. Boah, und der war dann doch schon gefährlich. Das würde ich gerne nochmal sehen. Okay. Das Spiel will nicht, dass ich das sehe. Schade. Keiner Meter schinden da, Union. Und das ist das 1 zu 0. Sie führen. Erster Schuss aufs Tor, geht sofort rein. Aber unser Keeper sah da auch nicht ganz so geil aus, muss man schon sagen. Nicht. So, jetzt mal unter schicken. Ersten hat er ausgedrückt. Moukoko wäre da komplett in der Mitte frei. Der Ball ist gar nicht schlecht, aber unerreichbar für Moukoko. Immer. Na, schade. Oh, Vorsicht. Ja, Wimmer kriegt den Ball da aber noch. Aber ja, es ist keiner vorne und hat Zeit.
Oh, guter Ball, das sah gerade auch nicht ganz so gut aus. Kamavinga stark. Moukoko müsste abseits sein, oder? Nee, ist kein Abseits. Macht er sein erstes Saisontor? Er macht's 1-1. Starkes Tor. Aber auch richtig geiler Pass von Kamavinga, die jetzt aber beide trotzdem ausgewechselt werden. Sehr, sehr schönes Tor und auch wichtig 1-1. Wir sind wieder mitten im Spiel. Erster Frank, schade, wenn der mal durchkommt, steht es hier 2-1. Und erster Abschuss in der zweiten Hälfte von Union, aber der wird ungefährlich. Miretti. Und da ist der Abschluss, aber den hätte er sich auch sparen können. Boah, guten Winkel der Spitze gemacht. Starke Grätsche. Oh, starker Ball. Ah, spitzer Winkeleckball. Ah, oh, Guardiol, was macht er? Er wartet zu lang. Ne, er wartet nicht zu lang, er macht ihn rein. 2-1, wir führen. Nach ein bisschen Kuddelmuddel. Macht den rein. Stark. 80. Minute. Ah, Andrade. Oh, was? Den macht er nicht. Lacroix. Oh, wurde gar nicht so ungefährlich. Bisschen hin und her da jetzt, aber letztendlich kontrollieren wir jetzt den Ballbesitz. Vielleicht hier nochmal ein Konter von Frimpong, eingeleitet von Lefbrill. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Pass kommt. Ah, hätte er vielleicht noch überlegen können. Auf Nusa und das ist das 3 zu 1. Bisschen umständlich gespielt, aber letztendlich 3-1. Und damit gehen wir mit einem 3 zu 1 weiter in die Erfolgsspur. So, das war's mit dieser Folge. Wir sehen, wir sind Zweiter mit 12 Punkten vor Frankfurt, hinter Bayern, vor Augsburg. Ja, wird auf jeden Fall wieder eine spannende Saison. Nach allem, wie es scheint, wird es auch wieder eine erfolgreiche. Nach dem fünften Spieltag Berlin jetzt letzter, noch kein Punkt, der einzigste Mannschaft. Für die müssen wir natürlich die Hoffnung haben, dass es sich bessert, denn Union Berlin gehört schon für mich in die erste Liga. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.